Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute rankam. Wo ist sie? Jodie, was hast du getan? Da bist du ja. Na,
Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Okay, Nathan wartet auf uns. Hi, Cole. Hey, Alan. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Wochen fertig. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Wir sind da. Dieses Jahr regnet es viel. Kann man wohl sagen. Aber es war nie wirklich kalt am Tag. Nein, war es nicht. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich witzig, Phil. Geh weiter. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey, Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Nächste Karte. Puls der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Und ein Anstieg der Theta-Hirnströme auf 4,5 Hertz. Raumtemperatur ist gefallen. 10 Grad. Ich messe hier ein... Das Magnetresonanzsignal liegt über 20...
Siehst du die Karte, Jody? Bitte tu es. Oh. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Er spielt nur mit uns. Weiter mit dem Experiment. Aiden, lass ihn in Ruhe! Alles klar? Ja. Ja. Ich bin okay. Sie ist im anderen Raum, Aiden. Zeig mir die Karte. Nächste Karte. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes.
Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Gut, Jodie. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Tut mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jodie, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich hier raus. Ein Moment, lass mich hier raus. Los! Ja, ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jodie. Der Test ist vorbei. Du musst... Lass das, Aiden. Du sollst nichts anfassen. Okay, Jodie, Schatz, das Experiment ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein.